Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchova, Partnervermittlung Natalia. Wir sind immer noch nicht in Essen, immer noch nicht im Büro. Wir machen einen kleinen Ausflug. Ich habe meine Dienstreise zu einem neuen Kunden mit einem kleinen Urlaub verbunden. Deswegen habe ich hier Möglichkeit, ein bisschen mit Ihnen zu plaudern. Jetzt hat eine Frau mir eine Frage gestellt, Natalia. Sollen wir Frauen Männern zum ersten Date schenken? Was? Geschenke schenken zum ersten Date? Hat mich eine Frau gefragt. Wissen Sie, das ist eine interessante Frage. Ich empfehle auf jeden Fall Frauen und Männern, allen empfehle ich etwas zu schenken. So, wir gehen unter einer kleinen Brücke. Ich verrate Ihnen, wo wir sind. Wir sind in der Stadt Straßburg. Aus dem vorletzten Video, aus dem letzten Video haben Sie das schon erkannt. Und finde ich sehr schön. Hier sind wir in dem Stadtteil, der kleine Frankreich, kleines Frankreich. Also schenken, Geschenke. Ich empfehle jedem von Ihnen ein kleines Geschenk für das erste Date zu nehmen. Auch den Frauen empfehle ich. Und aber was Kleines, wirklich, nichts Großes. Nichts Großes, warum? Weil das erste Date ist immer ein entscheidender Moment. Natürlich können Sie was Tolles schenken, aber beim ersten Date wird die Frau immer noch entscheiden. Es kann sein, sie sagt nein. Sie haben toll aufgebaut, sie haben tolle Briefe geschrieben, die Frau hat Interesse, sie haben schon einen großen Teil gemacht, ganz viel gemacht. Und dann trotzdem kann passieren, dass etwas nicht gefällt der Frau. Das ist dieses reale Treffen, dass die reale Begegnung wird irgendwie so, es kann sein, die Frau gefällt Ihnen nicht. Es gibt doch oft, dass sie dann, dass der Mann kommt und die Frau ist doch nicht die, die man sich so erträumt hat, weil man hat mit der Frau noch keinen Tag erlebt. Deswegen, dieses reale Treffen wird noch zeigen, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht. Und das reale Treffen ist sehr, sehr wichtig. Na gut, sie sagen zum Beispiel, es ist mir egal, ich schenke trotzdem der Frau etwas Großes. Können Sie machen. Nun, seien Sie bitte nicht traurig, wenn die Frau deswegen absagt. Es gibt bei mir schon einige Fälle, wo der Mann sagt, ich habe das Hotel 5 Sterne gebucht, 2 Zimmer für sie und für mich. Dann bin ich zu ihr gefahren. Ich habe das teuerste Restaurant gebucht und Tisch. Und dann hat sie mir am Ende abgesagt. Als ich das gehört habe am Telefon, dann habe ich wirklich gesagt, meinen Sie das wirklich, dass diese Höhe der Investition ins erste Date irgendwie die Entscheidung der Frau bewirken kann? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass Sie so denken. Wer hat Sie gebeten, so viel Geld zum Beispiel in das erste Treffen zu investieren? Liebe Männer, es ist immer so. Besonders, ja, das erste Treffen natürlich, man muss die Frau beeindrucken, klar. Auch die Zeit vor der Hochzeit. Es ist immer so, dass man tatsächlich alles tut, um der Frau zu gefallen. Man gibt Maximum, man gibt mehr, als man eigentlich später macht. Das ist so. Und wenn man sagt, wenn man sich beim ersten Treffen nicht bemüht hat, was wird dann später sein? Deswegen klar, aber wenn Sie zum Beispiel tatsächlich nur deswegen machen, damit die Frau dann zusagt, gut, man macht auch das tatsächlich dafür, diese Investitionen, um die Frau zu beeindrucken, haben Sie auch gemacht. Nun, denken Sie immer daran, es kann trotzdem sein, dass die Frau irgendwas bei Ihnen nicht gefallen hat. Ja, Restaurant war super und das Hotel war sehr schön, alles war wunderbar, aber die Frau guckt noch auf Sie, wie Sie sich benehmen, ob Sie zum Beispiel betrunken gekommen sind zum ersten Date oder nicht. Das gibt es ja auch schon bei uns auch gewesen, wo dann die Frauen Rückmeldungen mir gegeben haben. Was Sie sagen, wie Sie gucken auf die Frau, das ist alles wichtig. Die Frau wird dann durch das Hotel und Restaurant nicht abgelehnt. Ob Sie ehrlich sind, ob Sie die Frau mit der Frau wirklich
ehrlich und reden und ob sie zum Beispiel die Wahrheit sagen, wie sie sagen, diese Charisma, die Charme, das muss ganz vieles stimmen. Die Inhalte, über die sie reden, ja, ob sie damit Druck mit der Frau umgehen, meine Güte, das sind so viele Sachen, ja, die wichtig sind. Und deswegen, liebe Männer, investieren Sie nicht das ganze Vermögen ist das Erste in das erste Treffen. Und wenn Sie zum Beispiel wissen, ja gut, sie kann immer noch mir absagen, wie ruiniert mich die Investition in das erste Date? Verstehen Sie? Nicht, dass wenn die Frau abgesagt hat und sie bereuen jetzt nicht, dass sie die Frau verloren haben und die Beziehung, sondern das ganze Geld, was sie ausgegeben haben. Deswegen Geschenke, ja. Aber schenken Sie das, was Ihnen nicht zu schade ist. Ja, was können Sie schenken? Für 5 Euro kaufen Sie was Schönes. Sie können für 1 Euro was kaufen. Ich glaube nicht, dass die Frau durch das Geschenk wirklich den Mann des Lebens verlieren wird. Wenn die Frau bei Ihnen so einen wunderbaren Mann sieht, mit dem sie zusammenbleiben möchte, sie verliebt sich in sie beim ersten Treffen, dann ist das Geschenk für 1 Euro, eine schöne Schokolade, zum Beispiel für 2,50 Euro, Bio-Schokolade, ich weiß, Lindt-Schokolade, irgendwas, wird trotzdem super von Ihnen sein. Ja? Aber wenn Sie zum Beispiel irgendwie so Parfüm bringen für die Frau, teures, und trotzdem irgendwas so menschlich nicht passt, dann hilft dieses Geschenk auch nicht. Deswegen als Höflichkeit muss ein Geschenk sein. Ohne Geschenk geht es gar nicht, aus meiner Sicht. Aber Geschenk ist nicht alles. Denken Sie bitte daran und bitte nicht traurig sein, dass Sie so viel investiert haben. Dann lieber nicht investieren und konzentrieren Sie sich bitte nur auf die Frau. Sonst passiert noch Folgendes, Sie haben so viel Geld ausgegeben, Sie haben so ein teures Restaurant gebucht und das Essen ist so teuer und Sie haben dann Preisliste gesehen, dann sind Sie beim ersten Date und Sie rechnen nach schon, meine Güte, wie hoch wird die Rechnung sein, und dann haben Sie solche Visage, traurige, dann merkt das die Frau und dann schon dieser Zustand, ihr Zustand und glücklicher Zustand kann die Chancen kaputt machen, die sie zum Beispiel mit der Frau haben könnten. Denken Sie bitte auch daran, das ist unglaublich wichtig, dass Sie sich entspannt fühlen, gut gelaunt fühlen, in guter Stimmung. Deswegen denken Sie am Anfang an, wohin Sie gehen, dass Sie denken, ja, das hat mir eigentlich gut auch getan, diese Frau kennenzulernen, und ich habe für Sie auch gut gemacht, dass ich Sie eingeladen habe. Deswegen schauen Sie, es gibt zum Beispiel auch Extrablatt als Beispiel, ne, kann man dort auch schön essen, muss nicht unbedingt irgendwie so ein, weiß ich nicht was, sein, ne, 5-Sterne-Restaurant. So, ihr Lieben, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Und Hauptsache, Sie haben den richtigen Menschen getroffen, die richtige Person getroffen, und Sie waren konzentriert auf diese Person. Geschenke sind nur eine kleine Nettigkeit für eine richtige Frau. Die Frau, die nur scharf auf sehr teure Geschenke ist, wird vielleicht deswegen traurig sein und enttäuscht, dass sie kleines und billiges Geschenk gebracht haben, kann sein. Nun, die Frage, brauchen Sie solche Frau? Wenn diese Frau wegen der Geschenke, wegen günstigeren Geschenke Ihnen Absage erteilt, dann freuen Sie sich, dass Sie auf dieser früheren Phase diese Frau, sagen wir, losbekommen haben. Ja, dass diese Frau Ihnen nicht noch mehrere Monate oder vielleicht mehrere Jahre Zeit und Geld gekostet hat, glaube ich, auf Dauer wird mit dieser Frau auch nicht besonders was Gutes klappen oder sie vielleicht sie nicht glücklich machen wird. Deswegen Geschenk, ja, viel Geld beim ersten Treffen ausgeben muss nicht sein. Ja, nur wenn sie zum Beispiel, wenn das ihr Lebensstil ist und sie machen so oder so, gibt es aber Risiko, dass die Frau, eine oder andere Frau, die sie nicht so ganz toll findet, aber sie wird vielleicht dann durch diese hohe Ausgaben beim ersten Date so fasziniert oder gelockt, dass sie natürlich auch ihnen tatsächlich doch
Jahre wegnimmt, weil sie zum Beispiel das schön findet, ja, mit ihnen viel Geld auszugeben. Deswegen, liebe Männer, je mehr sie Geld haben, denken sie, desto gefährlicher wird es, desto noch mehr müssen sie aufpassen. Deswegen oft sage ich den Männern, glücklich sind die, die weniger haben. Und deswegen müssen sie auch nicht unbedingt mehr ausgeben, was sie haben, um jemanden zu beeindrucken. Ja, dann sind sie auch in gefährliche Lage. Gehen sie. Immer individuell sich einstellen. Ich hoffe, war interessant, diese Information. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich eine wunderbare Frau kennenzulernen. Auf Wiedersehen.